Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe meines Videotagebuchs hier auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Was gibt's diese Woche? Ich habe ein Paket bekommen, das wir gleich gemeinsam auspacken wollen. Mit Einschreiben aus den Staaten. Mal schauen, was da drin ist. Ich habe einen sehr interessanten Kanal entdeckt von einer jungen Anfängerin, Audrey Amber. Den Kanal habe ich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Audrey ist am Beginn ihrer Karriere, macht super schöne Aufnahmen. Ich habe sie gefunden, weil sie sich auf ein Video von Peter McKinnon bezogen hat, den ich auch sehr schön finde. Gelernt habe ich da erstmal viel auch draus, vor allen Dingen, mein Gott, muss ich noch viel lernen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis der letzten Woche, was YouTube angeht, ist, mein Gott, ich muss viel lernen, ich muss mich intensiv auch noch mit meiner Kamera, mit meinem Equipment und all sowas auseinandersetzen. Und wie gesagt, steht da Tropfen hört den Stein, das ist das falsche Wort, Übung macht den Meister. Darauf soll es dann auch hinauslaufen. Und ich denke mal, ich hoffe, dass ich in diesem Jahr und auch insbesondere über den Sommer, wenn es draußen wieder schöner wird, in der Lage bin, mich wirklich mit Kamera, Filmen und Aufnahmen auseinanderzusetzen. Den zweiten Teil des Videos will ich mit ein paar Aufnahmen von meinen Zugreisen gestalten. Mal gucken, ob ich sowas hinkriege wie Cinematics oder Montagen. Auch ein absolutes, das erste Mal für mich in First. Mal schauen, wie das wird. Aber bevor wir uns das angucken, auf jeden Fall will ich mir auf jeden Fall einmal angucken, was in dem Paket ist. Dann wollen wir doch mal schauen. Aufgeschnitten habe ich schon mal und das kommt natürlich aus dem Kofferraum heraus. Es ist das DNA-Paket von MyHeritage. Bevor ich jetzt weiter ins Unboxing gehe, was ist MyHeritage? Ist eine Firma in Amerika aus, wen wundert's, aus Salt Lake City, dem Land der Mormonen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die, ich sag mal, Stammbäume der Menschen zu erfassen. Das hängt mit der ewigen Suche der Amerikaner nach ihren Vorfahren zusammen. Sie haben das ihr Geschäftsgebiet mittlerweile ausgeweitet und das gehört, glaube ich, zum Älterwerden dazu, sich mal irgendwann mal damit der Frage auseinanderzusetzen, wo komme ich denn jetzt auch her? Ich bin, was Daten und DNA und solche Sachen angeht, eigentlich in der Regel relativ freizügig. Mir dann immer Privatsphäre war gestern und deswegen habe ich mir das Kit bestellt. Es ist gekommen, wir gucken auch gleich mal rein, was drin ist. Und Zeit hinweg werde ich euch sicherlich auch die Ergebnisse mitteilen. Keine Überraschung im Paket. Schauen wir uns mal ganz kurz die Instruktionen an. Relativ einfach, wie man das aus den Firmen kennt. Ins Form hier, ins Form da. Das Ganze dann eintüten und verschicken. Und darauf hoffen, dass das auch noch ja, gesund und verwertbar ankommt. Ja, das war's soweit zu dem Paket diese Woche. Jetzt werde ich mich mal an ein paar Montagen versuchen. Und wir sehen uns anschließend. Thank you.
Ich hoffe, die Badfahrten haben euch gefallen. Ich bedanke mich sehr, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Die nächste Woche wird sicherlich sehr spannend. Ich werde Pepper wieder treffen, den Roboter bei der Innovex GmbH. Und es wird auch sicherlich ein oder zwei interessante Unboxings geben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder Subscribe sehr freuen. Bitte hinterlasst mir auch einen Kommentar und teilt das Video mit euren Freunden. Alle Links zu meinen sozialen Medien findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal.